Grüß Gott, grüß euch, servus. Ich bin der Gerhard, meine Freundin sagt Puschel zu mir. Ich bin 47 Jahre, lebe in Wien und bin Abteilungsleiter von einer Süßwarenfirma. Und Gerhard, was suchen Sie? Ich bin jetzt seit 2008 geschieden. Jetzt gehört wieder eine Frau ins Haus. Seit 2008 leben Sie alleine? Mehr oder weniger ja, ein Single-Leben. Und wie ist dieses Single-Leben? Der Vorteil ist, man kann machen, was man will, aber ich war 14 Jahre verheiratet und sonst ist man nicht 14 Jahre verheiratet. Manchmal ist es schon, merkt man schon, dass man alleine ist. Nicht? Und wieso gab es diese Scheidung? Wir sind jung zusammengekommen mit 16 Jahren, in Wirklichkeit über 20 Jahre waren wir zusammen. Nicht? Und ja, sie wollte einfach dann nicht mehr, sagen wir es so, sie wollte nicht mehr. Wir sind auch nicht im Bösen auseinandergegangen. Ich bin in der Wohnung geblieben, sie ist ausgezogen. Die Scheidung hat dauert 4 Stunden, keine Antwort, hat nichts gewonnen dabei. Und seit damals? Haben Sie jemanden kennengelernt? Eher nicht. Ich meine, ich habe ziemlich dran gekiefelt, sagen wir so. Waren schon böse auf Sie ein bisschen auch, oder? Böse, wie böse. Dass man so, wow, furchtbar die Frau. Nein, ich weiß nicht. Eher am Boden, sagen wir so. Die Scheidung hat mir schon 10 Kilo gekostet. Die meisten sagen höchstens noch, ich bin so traurig, ich nehme ab. Ich habe zugelegt. Bin fortgegangen von einem Lokal zum anderen. Nicht? Ein sogenannter Frustesser. Ich sage eher Spätesser, weil wenn du dann im Lokal bist und dann in der Gesellschaft sitzt und dann halt um 9, 10 am Abend auch dein, noch beim Heiligen was isst oder du gehst nachher zu einem Würstelstandl, ist da ein Hasser, wie man schon sagt, der Käsegräner, das ist nicht mehr gesund in der Nacht natürlich essen. Und so hat sich das ein bisschen entwickelt. Da waren halt diese 2 Jahre, die habe ich halt dann schon, bin jetzt nicht angewiesen von der Fuß, ob Süßigkeiten oder was anderes, das nicht. Das war einfach, hat sich entwickelt, mehr oder weniger. Ist eigentlich mitgerannt, leider. Es ist einfacher, zum Heurigen runtergehen und sagen, ja, ich kaufe ein Fleisch mit einem Kartoffelbrät, Kartoffelsalat, der fertig ist, oder du stößt selber und fängst selber zum Kochen an. Das ist ein Unterschied, weil allein nicht kochen ist, zahlt sich fast nicht aus. Und da gehst du dann zum Heugen meines Vertrauens, wie man schon gesagt hat, zum Herrgott aus Starrüber. Der hat immer kurz essen und da gehst du und sagst so, ich bin da und is. Herrgott aus Starrüber, du allein, hast mich als Bierl verstanden, hast mein Besitz immer beschützt, bist mir Freund. Der Volksstamm, oft hab ich gewarnt, mich hab ich genannt. Denn Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Starr, du nur allein. Du warst mein einziger Trost. Und wie stellen Sie sich die Frau vor? Spontan soll so sein. Da sagt, na ja, jetzt lassen wir halt einmal das Geschirr liegen und gehen kurz weg. Oder wenn einer anruft, hey Gerhard, mach, treffen wir sie dort. Oder nimm deine Partnerin mit und jetzt haben wir gerade die Wäsche in der Wäsche. Sag ich, dann lass die Wäsche drin liegen, häng's nicht auf, hängen wir es 3 Stunden später auf, machen wir das jetzt. Solche Sachen, dass er sagt, nein, es muss genau abgestimmt sein und A nach B. Das brauchen sie nicht. Nein, das brauche ich nicht. Das muss ja nicht sein. Es funktioniert ja so auch nicht. Also, ich habe noch nie eine richtige Wäsche gehabt und lebe allein nicht. Und eins stelle ich mir schon vor, sie soll nicht versuchen, mich umzukrempeln. Also, welche Schwächen haben Sie, die Sie nicht wollen, dass man sie umändert? Schwächen? Oder was befürchten Sie, was eine Frau stört? Naja, ich habe das schon bei manchen
Beziehungen habe ich das schon gemerkt, eben auch bei meinem Freund, der den kenne, der fährt ja mit Motorrad, der hat ein paar Freunde dann kennengelernt, am Anfang, ja, Motorrad hin, Motorrad her, dann am Anfang sind sie mitgefahren, weil da war ja auch die Beziehung noch ganz jung und ganz frisch, und nach einer Zeit, dann gesagt, okay, gehen wir Motorrad fahren, musst schon wieder, kann das auf die Ecke, es ist gefährlich, stell das in die Ecke, am Anfang alles mitmachen und dann nein, das wollen wir nicht. Und das ist einmal das muss nicht sein. Sie muss wissen, Zug lernt sie mich kennen, so werde ich bleiben. Dass man natürlich gemeinsam Kompromisse schließt, davon geht man mal aus. Das ist überhaupt kein Thema. Aber dass man in der Zug, sie wissen, was ich meine, am Anfang, ja, alles richtig. Nein, aber das gefällt mir nicht. Das habe ich nur akzeptiert, weil wir frisch verliebt sind. Jetzt will ich es eigentlich nicht mehr. Das braucht es gar nicht anfangen. Natürlich, wenn man Beziehung hat, kann ich nicht nur Motorrad fahren, dann brauche ich eine Beziehung. Dann bleibe ich beim Motorrad allein nicht. Natürlich von dem nicht. Leibend, wenn ich dann selber anseite, dann könnte man nämlich mitfahren. Das war natürlich das Optimale. Das Frau mit schwer. Motorrad würde mein Wunsch sein. So, wenn wir von einem Wunsch reden.